danke, dass ich da sein kann. Vielleicht die Frage gleich zu beantworten, warum die Archenauten Archenauten heißen. Also ich bin noch nicht so lange in dem Büro, ich bin erst seit 2013 dazugekommen, aber es hat wohl was mit Aufbruch zu tun, so ähnlich wie die Argonauten damals, und es geht um das neue Welten zu erschließen und nach neuen Lösungsansätzen Sätzen zu suchen. Also das war so der Ansatz der Namensfindung. Also vielleicht kurz zum Vortrag. Ich werde mal über das Büro Archenauten kurz sprechen und dann werde ich ein paar Projekte vorstellen, die das Büro in den letzten Jahren umgesetzt hat, und dann schon zum Kernthema kommen, das Projekt Büro und Geschäftsgebäude Frankkontor. Wie haben wir Revit eingesetzt, wie haben wir den Prozess gestartet, und dann, wir hängen ja jetzt gerade mit dem Projekt, abhängig von der Straßenbahnlinie, ein bisschen in der Luft, also das Projekt steht derzeit, aber wie es dann weitergehen soll, wenn wir in die Ausführungsphase kommen, das Projekt ist jetzt eingereicht, das ist jetzt, liegt bei der Behörde, aber wir kriegen keine Baugenehmigung derzeit, wegen der Straßenbahnhaltestelle. Ja, das Büro wurde eben von Andreas Dorschak und Wolfgang Mühlbachler gegründet, 2000, in Linz, in Urfa. Es beschäftigt sich in verschiedensten Bereichen, Wohnbau, öffentliche Bauten, Gewerbe, und von der Lokalität her ist es eher so, dass wir uns im oberösterreichischen Raum befinden. Also wir haben jetzt keine weltweiten Projekte. Ich bin seit 2013 im Büro und habe eigentlich mit meinem Eintreten in das Büro dann auch begonnen, Revit zu implementieren. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, irgendwo bei 70-80% der Projekte in Revit. Die ausgewählten Projekte, die ich jetzt kurz zeigen werde, kurz aufgelistet. Also das Velios, das war eine Aufgabenstellung, ein Museum für Wissenschaft zu machen, eher für Kinder und Jugendliche, um Energie und diese Themen der Nachhaltigkeit zu transportieren. Das steht in Wels in Oberösterreich. Dann haben die Archenauten gemeinsam mit der Arch Consult